Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Hexit. Ja, heute mit einer Mining, also Farming-Folge. Und ich habe gedacht, wir müssen jetzt unbedingt mal ein paar Diamanten suchen. Dass wir heute Diamanten suchen und einen Zaubertisch herstellen. Also Obsidian noch suchen. Und dann in der nächsten Folge eventuell verzaubern. Ja, müssen noch ein bisschen leveln, farmen eventuell. So, neue Sachen reinlegen. Ich kann nichts mehr stacken. Hier mache ich mal die Sachen rein, die ich jetzt nicht unbedingt brauche. Ja, das nicht. Wasser, Tumbleweed. Exkure-Essenz ist schon wichtiger, aber ja, okay, da haben wir hier unten. So. Dann machen wir mal die Bücher und den Bogen hoch. So. Bücher, Bogen. Na, lassen wir den Bogen hier. Cobblestone nehmen wir nicht mit. Also, dann gehen wir irgendwo in eine Höhle. Machen uns noch kurz eine Spitzhacke. Und ohne eigentlich jetzt hier Strip zu meinen, wollen wir jetzt einfach mal Diamanten suchen, die in Höhlen sind, oder? Ich denke im Osten. Ja, Südosten. So. Da oben hat es eine Höhle. Komm, wir gehen mal hoch. Dann schauen wir mal, ob es Diamanten hat. Hier hat es eine Höhle. Oh, hier hat es eine Schlucht oder was? Ah, nein. So ein Graben, der nach rein geht in den Berg. So. Also schauen wir mal diese Schlucht an. Ja, diese Höhle hier oben. Okay. Ist leider nicht viel. Mist. Ja, in Hexit habe ich irgendwie so ein bisschen Ding, dass es wenig Höhlen gibt. Wir brauchen wirklich eine Effizienz-Spitzhacke, Dia-Spitzhacke, damit wir die dann Strip minen können, ohne dass es einem langweilig wird oder so. Mir wird es leider langsam langweilig, das Strip Mine. Euch vielleicht auch, und deshalb möchte ich euch auch nicht so mitbeziehen im Strip Mine, dass es euch dann langweilig wird und eventuell nicht schauen wollt oder sonst irgendwas. Ich möchte die Parts so spannend und interessant wie möglich gestalten. Nur geht es halt manchmal auch nicht. Aber Hexit sollte eigentlich ein gutes Modpack sein, wo Spannung bringt. Und Spannung können wir auch machen. Jo. Ich habe ja dieses abwechselnde Ding, also dass ich in einer Folge erkunde, in einer Folge farme, in einer Folge baue. Damit ihr eigentlich genug Abwechslung habt und dann nicht jeden Part schauen müsst oder so. Aber es wäre natürlich schon gut, wenn ihr alle Parts schaut. Das wünscht sich jeder Let's Player natürlich. Aber ihr müsst nicht. Bei mir ist alles freiwillig. Und dafür mache ich auch keine Werbung und alles Mögliche. Also ich habe jetzt schon letzte Zeit schon ein paar andere Let's Play wieder geschaut und ich mag viele der Let's Player einfach gar nicht mehr. Das liegt einfach daran, dass man bei ihnen eigentlich immer vollgespammt wird mit Werbung oder sonst irgendwas. Und der Titel muss immer die ganze Zeit irgendwas Spannendes sein, wie das Lustigste von Lustigsten Forever und so. Für was? Wenn man das Video schaut, wird man so maßlos enttäuscht.
dass man ja eigentlich Fan bleibt wieder, oder? Auch wenn ein Let's Player über 1 Million Zuschauer hat, die Qualität ist den 1 Millionen Zuschauer nicht würdig, den Abonnenten. Und deshalb habe ich auch niemand abonniert, der mehr als 1 Million Zuschauer hat, oder? Höchst, also wie soll ich sagen? Höchstens, wenn ich wirklich mal einige Zeit mal die Interesse an denen finde. Aber mir machen die ganz guten Let's Player leider zu viel Werbung, zu viel eigensüchtige Anti-Zuschauer-Sachen und so Ignoranz und so. Aber ich habe viele YouTuber abonniert, sehr viele YouTuber. Aber alles sind so ungefähr im bis 80.000 Abonnentenkreis. Weil da sind sie noch ein bisschen normal. Und ab dann ist eigentlich alles nur noch Marketing. Und das finde ich ein bisschen, also meine persönliche Meinung zu denen ist eigentlich, ja, sie machen das eigentlich seitdem, als sie angefangen haben, Werbung zu machen, falsch. Weil eigentlich bekommt man ja eigentlich nicht durch Werbung Abonnenten, sondern durch Interesse. Wenn die Zuschauer Interesse an einem Let's Play haben und nicht durch irgendwie, boah, wie viel finde ich, hey? Das ist Wahnsinn. Nicht durch irgendwie, ja, tolle Titel oder irgendwas anderen Schmarrn. Ja, okay, durch andere Zuschauer, also andere die mitmachen, die selber viele Abonnenten hat, dadurch bekommt man eigentlich am meisten Aufrufe, aber das ist ja wirklich nicht würdig. Für mich sollten die Zuschauer ein bisschen, ja, Schwung reinbringen oder so, wenn man ab und zu macht und nicht übertreibt mit den Leuten, die mitmachen im Video. Aber manche YouTuber machen ja nichts mehr alleine. Die machen ja nur noch irgendwie ja, Werbung für Werbezwecke, diese anderen Ding. Ja, Mitspieler sozusagen. So, jetzt möchte ich gerne eine Workbench machen und eine. Na, haben wir schon. Okay, dann habe ich eine Workbench gemacht. So. Obsidian, sehr wichtig. Dann teleportieren wir eigentlich uns bald zurück. Machen noch ein nettes Paar. Also sammeln wir noch. Nein, nein. Wie viel brauchen wir? Jetzt haben wir zwei, oder? Wir brauchen vier. Okay, drei brauchen wir. Können wir gleich eine Workbench hier machen? Nein, können wir nicht. Ja, vier brauchen wir nicht, drei. Stimmt. Jetzt habe ich gerade irgendwas falsch überlegt. So. Ich möchte mich aber in Game Mode versetzen, damit wir nicht wegen Fallschaden sterben, weil es ja ein bisschen verbuggt ist. Und zwar einfach kurz. Mal schauen, wo wir rauskommen. Ja. Wir kommen einfach mal. Lol. Okay, danke schön. Danke schön. Einfach mal so in einem Baum drin. Unterirdischen.
Boah, diese Spinnen. Komme ich nicht zu nah. Okay. Weiter teleportieren. Das ist jetzt richtig. Und schnell schlafen. Nicht das Monster spawnen. So, also. Erster Schritt haben wir gemacht. Jetzt kommt der zweite Schritt, das Buch. Ja, aber jetzt will ich wieder das Game Mode, bitte, sonst vergesse ich es wieder. Ah, voll dämlich. Wenn ich das vergessen würde. Buch. Hallo Buch. Haben wir überhaupt ein Buch? Haben wir noch keins gefunden? Also schäm dich, Drago. Also, wo haben wir? Zuckerrohr. Für ein Buch brauchen wir. Ja, okay, dann müssen wir noch sammeln. Ja, du da unten kannst nicht mehr wachsen da. Das geht nicht. So. Leder noch. Ich brauche nur ein Buch. Aber mehr Bücher müssen wir ja nicht herstellen. So. Und jetzt craften. Yay! 21 Dias noch plus die, ja, 29. Eigentlich könnte ich das hier machen, aber ja, ich mache das hier oben. So, dann können wir hier noch wegmachen. So, da kommen die Bücherregale dann später dorthin. Aber ich möchte doch die auf Level 1, ja, auf 27 Effizienz Unbreaking. Okay, Effizienz 1. Okay, machen wir noch Effizienz. Ah. So, auf E drücken. Gut. Dann haben wir eigentlich so eins, so eine Spitzhacke. Und jetzt müssen wir eigentlich Level farmen. Da unten sind die. Nein. Boah. Böse. Die bösen. Das wollte ich. Und das. Ich sollte nicht hier spawnen. Ihr solltet in der Monsterfalle spawnen. In unserer Crap-Monsterfalle. Ah, shit. Wo ist der nächste? Da waren wir eigentlich schon. Also ganz am Ende nicht. Da könnten wir noch. Nein. Auch nicht so, Drago. Also bitte. So. Überall. Ding, dass die nicht spawnen da unten, sondern da oben. Ach Mist, wie komme ich jetzt wieder nach oben? Hier kann ich ja nicht nach oben. Dann bis dort. So, und hier auch. Auch ausleuchten hier, damit niemand spawnt. Ja, das ist eine Fackel. So. Das wieder zumachen. Ah, du hast mich da voll ge Ding. Jetzt kommen die Gegner. Jetzt kommen sie. Dann machen wir mal einen Trichter. Und eine Truhe. Ja, wie lange willst du noch leben? Ah, oh, die Nerven.
Level. Ja. Wir haben hier eine Eisen. Geht das so? Ich weiß gar nicht, wie man Trichter macht. Ich weiß nicht, wie er auf Englisch heißt. Da. Hopper. Ah ja. Nein, nicht cheaten, Drago. Heidi. Wo ist der jetzt hin? Da. Ah, eine Truhe. Stimmt. So. So, wie kann ich das jetzt am besten machen, ohne dass die... So, jetzt. Ach komm, wo ist das jetzt hin? So, nochmals eine Truhe. Oh, da haben wir etwas Neues, Frieserit, glaube ich. Frieserit Helmet. Oh, so cool. Dankeschön. Geht mal weg. Da kommt es nicht raus. So. Und dann müsste ich eigentlich die Dinge da drüben hinmachen. Ach Mist, wie... Soll ich die Kiste dorthin? Haben wir gar keine Kiste. Wir müssen eine neue Kiste machen. Weil der Hopper einfach falsch herum ist. Ja, machen wir nochmals eine Kiste, wenn wir es schon können. Noch eine Kiste. So, haben wir mehrere Kiste zum Lagern. Und eine hierhin auch. So. Sollte es eigentlich gehen da. So. Jetzt dürft ihr auf der Kiste sterben. Stellt euch mal vor. Geh sterben, du blöder Waffenentzieher. Du stirbst jetzt, du blöder Zom. Du hirntotes Gespenst. Weg damit. Leider werden sie nicht aufgesogen. Und meine... Hat der Hunger entzogen oder was? Das ist Water Breeding. Sie werden einfach nicht richtig aufgesogen. Kommt weitere Spawn. Du bleibst bei mir, Bett. Komm, Spawn weitere. Fire Protection. Ist es nicht Metroid Helm, der ansaugt? Dann wäre das eigentlich besser. Ist was in der Kiste? Ja. Okay, hier ist noch ein Ding. Kommt weiter, hopp, hopp, hopp. Wir haben nicht noch viel Zeit. Der Part muss bald beendet werden. Schade darum. Aber momentan haben sie irgendwie keinen Bock runterzukommen. Wenn einer runterfallen würde, dann würden die anderen natürlich dem nachkommen und runterfallen. Weil sie ja angelockt werden damit. Rudelbedo. Hm. 11:06 Uhr, okay.
gestern hatte ich einfach keine, war zu müde, um aufzunehmen. Darum ist jetzt eigentlich alles am Morgen, sonst nehme ich am Abend meistens auf, wenn ich fit durch den Sport noch bin. Sonst am Morgen, Mittag sogar. Okay, so kann man es auch gut öffnen. Aber jetzt kommt, glaube ich. Okay, ich war. Ja. Ich weiß, dass ihr Fans seid. Ja, ihr seid die besten Fans. Ich weiß es. Dankeschön. Ach man, das saugt wieder alles ein. Ah, jetzt habe ich's. Komm. Ja, wir müssen es effizienter machen. Mehr Etagen machen und so. Deshalb leuchten wir jetzt da mal aus. Und bauen es in der nächsten Folge noch ein bisschen aus. Machen wir das alles jetzt mal. Mit dem Ausleuchten und im nächsten Part bauen wir das Zeugs aus. Wie genau? Mit Wasser oder so? Nein, ist eigentlich gar nicht mal so wichtig, aber die Monster müssen einfach runterfahren, irgendwie. Die nicht Zombies dann sind, spawnen ja danach andere Tiere, andere Monster, meine ich. Das ist ein Problem. So. Da noch hin. Also, haben wir das. Jetzt ist es auch Nacht, haben 24 Level jetzt wieder. Und die Spitzhacke kann noch ein bisschen enchanted werden. Noch ein bisschen mehr enchanted werden. Und Haltbarkeit vor allem. Und dann, ja, wieder auf Reisen gehen. Dann könnten wir in Richtung Süden. Ja, ist am nächsten jetzt momentan. Und, oh, ist eine schöne Map. Ich finde es schön mit dem Grünen zwischendurch und sonst andersfarbig. Ein schönes Muster. Super, also, nächsten Part dann bauen. Monsterfalle, Bücherregale und das Zucker besser anpflanzen. Und vielleicht noch irgendwas. So. Und dann, eben Erkundungspart und dann wieder ein Mining-Part, wo wir mehr Diamanten suchen, Strip-Mine und so weiter. So. Also. Dann machen wir eigentlich das Magnetzeug wieder weg. Lassen wir aber im Inventar. Und ich sage Tschüss, Leute.